In diesem Tutorial werden wir uns ein bisschen näher anschauen, wie man trigonometrische Gleichungen löst. Dafür zuerst die Problematik. Es gibt zwei Typen von trigonometrischen Gleichungen, und zwar, man muss ja immer entscheiden, wie man bei der ganzen vorgeht. Einmal trigonometrische Gleichungen mit der Standardperiode. Das bedeutet, anhand des Terms hier in der Sinus- oder Cosinusfunktion kann man entscheiden, welche Periode die Funktion hat. In diesem Fall ist es die Standardperiode bzw. 2π. Und einmal trigonometrische Gleichung mit einer veränderten Periode. Also wir kennen ganz einfach, vor dem x steht eine 4. Das bedeutet, die Periode wäre dann entsprechend 2π durch diesen Faktor, durch 4. Gekürzt sind das dann Pi halbe. So, in diesem Fall muss man dann substituieren oder kurz gesagt, wir setzen dieser 4x durch einen Parameter und eine andere Variable, zum Beispiel u. Näheres werden wir dann bei den Beispielaufgaben sehen. Um das Prinzip besser zu verstehen, fangen wir mit einer sehr einfachen Beispielaufgabe an. Hierzu nehme ich natürlich als Hilfestellung die Schaubilder von Sinus und Cosinus für eine Periode. Ich werde nochmal schnell das Ganze mit den wichtigsten Stellen und Werten ergänzen, damit wir es auch besser erkennen können. So. Und jetzt, typisch für trigonometrische Funktionen ist, dass nur die Lösung in einem bestimmten Bereich verlangt. In diesem Fall ist es dieser Bereich von 0 bis 2π. Man kann das Ganze natürlich auch noch so schreiben, wenn man möchte, ist ja das Gleiche damit gemeint. So, in diesem Fall haben wir die Standardperiode. Deshalb fangen wir gleich an und formen um. Die 1 geht rüber, dann haben wir Cosinus von x ist gleich 1. Und jetzt, mit Hilfe der Schaubilder, müssen wir entscheiden, bei welchem x-Wert hat die Cosinusfunktion in diesem abgebildeten Bereich den Wert 1. Wir erkennen ganz einfach, Cosinusfunktion ist die blaue Kurve, also an der Stelle 0 ist es 1, das bedeutet, unsere erste Lösung lautet x1 ist 0. Und dann, wenn wir die Cosinuskurve verfolgen, dann finden wir an der Stelle 2π nochmal die 1. Das wäre dann die zweite Lösung. Also, vor allem für den Teil ohne Taschenrechner, man muss unbedingt die Schaubilder der Sinus- und Cosinusfunktion kennen, um das Ganze aufzulösen. Und jetzt steigern wir uns auf Abiturniveau. Die nächste Gleichung, hier wieder zur Hilfestellung unserer Schaubilder, benutzt einer der bekannten Ansätze, und zwar für die meisten Gleichungen, die für die Abiturprüfung wichtig sind, werden eigentlich nur zwei große Ansätze benutzt, und zwar entweder das Ausklammern im Zusammenhang mit dem Satz vom Nullprodukt oder die Substitution. In diesem Fall, steht ja oben schon, aber man kann es auch gut erkennen, haben die zwei Terme ein Cosinus gemeinsam. Deshalb können wir diese Cosinus x ausklammern. Entsprechend bleibt dann in der Klammer beim ersten Term nur noch Sinus von x und hinten minus 2. Jetzt können wir diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt verwenden, also das bedeutet kurz gesagt, linke Seite kann 0 sein oder rechte Seite vom Produkt kann 0 sein. In diesem Fall für die linke Seite zu Cosinus x ist gleich 0 und die rechte Seite zu Sinus x minus 2 ist gleich 0. So, zu den Cosinusfunktionen. Blau abgebildete Schaubild rechts im Bereich 0 bis 2π. Cosinus ist 0 einmal bei Pi halbe und einmal bei 3Pi halbe. Deshalb haben wir an der Stelle hier zwei Lösungen. x1 ist Pi halbe, beziehungsweise x2 ist 3Pi halbe. Die Sinusfunktion muss man noch ein bisschen umformen. Plus 2, dann haben wir Sinus x ist gleich 2. Und wenn wir die Schaubilder besser anschauen, dann merken wir, die Sinusfunktion, die grüne, geht ja nur bis 1, also 2 wäre hier auf der y-Achse. Natürlich wird dieser Wert niemals erreicht, nicht von Sinus und nicht von Cosinus. Deshalb gibt es an dieser Stelle keine weiteren Lösungen.
Ein weiterer sehr häufig verwendeter Lösungsansatz ist die klassische Substitution. Wir erkennen hier an unser Term, wir haben drei verschiedene Terme, Cosinus Quadrat von x, Cosinus x und minus 2. Nicht jeder Term hat den Cosinus x gemeinsam, deshalb ausklammern und Satz von Produkt kommen nicht in Frage. In diesem Fall ist die Substitution verlangt. So, und zwar, wir substituieren oder ersetzen natürlich dieses Cosinus von x mit einem u. Dadurch ergibt sich eine quadratische Gleichung, u Quadrat minus u minus 2 ist gleich 0. Und mit Hilfe der Mitternachtsformel können wir dann problemlos unsere Lösungen bestimmen. Also dann haben wir 1 plus minus Wurzel aus 1 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 2. Das Ganze durch 2 mal 1. Zuerst dieser Term unter der Wurzel ausrechnen, das sind 8 plus 1 sind 9, Wurzel aus 9, 3. Somit, es kann einmal u 2 sein oder minus 1. Zu der Restsubstitution. Also, die Substitution selbst wird uns sagen, was zu tun ist an dieser Stelle. Das bedeutet, wir nehmen diese Werte für u und setzen sie da oben ein. Entsprechend haben wir als erstes Cosinus x ist gleich 2. Wir erinnern uns, die Sinus- und die Cosinusfunktion pendeln nur zwischen minus 1 und 1, deshalb 2 wäre an dieser Stelle hier, wird nicht erreicht, also dieser Ansatz bringt auch keine Lösung mit sich. Und die zweite Möglichkeit wäre dann Cosinus von x ist gleich minus 1. Die blaue Kurve verfolgen, minus 1 haben wir hier, also das ist die Stelle Pi. Und zur Orientierung kurz vielleicht noch ein paar Werte. So, also x gleich Pi ist dann in diesem Bereich 0 bis 2 Pi die einzige Lösung, die wir haben. In unserem letzten Beispiel betrachten wir einen Term mit einer veränderten Periode. Wir können bereits bei der Gleichung erkennen, dass in den Cosinus drinnen diesmal 2x steht. Aus diesem Grund ersetzen wir oder substituieren wir diese 2x mit einem u. Und es ergibt sich dann eine vereinfachte Gleichung. Minus 2 ist gleich 0, die wir dann nach Cosinus umformen können. Also erstmal plus 2 haben wir minus 2 Cosinus von u ist gleich 2 geteilt durch minus 2. Und dann haben wir Cosinus von u ist minus 1. Wir lösen erstmal diese Gleichung Abhängigkeit von u aus. Also, wir tun so, als wäre u unsere Variable und schauen am Schaubild, für welche Werte ist der Cosinus minus 1. Also, wir erinnern uns hier, Pi, 2 Pi sind die wichtigsten Stellen. Cosinus ist die blaue Kurve. Also, da können wir schon sehen, die eine Lösung ist dann bei Pi. Also, u1 wäre Pi. Und da wir wahrscheinlich mehrere Lösungen in diesem Bereich haben, wäre nicht schlecht, wenn wir uns noch eine weitere vorstellen. Also, die nächste Lösung, wo Cosinus minus 1 ist, ist natürlich nicht sichtbar, aber man kann sich vorstellen, da steht einfach die Standardperiode dazwischen. Deshalb müssen wir vom Pi aus nochmal 2 Pi dazu addieren. Also, die erste Lösung plus 2 Pi wären wir dann bei 3 Pi. Und genauso könnte man auch weitere Lösungen finden. Wir springen immer weiter mit der ganzen Periode, also mit 2 Pi. Und die nächste Lösung wäre dann bei 3 Pi plus 2 Pi sind entsprechend 5 Pi und so weiter. Ich habe jetzt einfach mehrere Lösungen rausgeschrieben, weil wir müssen dann am Ende noch resubstituieren und schauen, welche Lösungen im gewünschten Bereich hier oben liegen. Genau, also. Wir suchen ursprünglich nicht u, sondern wir suchen sozusagen das x. Deshalb tun wir an der Stelle resubstituieren. Also, diese 2x wird gleich mit u gesetzt. In diesem Fall mit der ersten Lösung, die wir haben. 2x ist gleich pi. Dann formen wir nach x um, also geteilt durch 2. Dann haben wir x1 ist pi halbe. Ja, x1 liegt dann in gewünschten Bereich, also die Lösung ist in Ordnung für uns. Dann mit dem zweiten Wert,
den wir haben auf u. 2x ist gleich 3pi. Teilen durch 2, x ist 3pi halbe. 3pi halbe bedeutet 1,5pi, also liegt auch noch im gewünschten Bereich, auch okay. Und die dritte Resubstitution, 2x ist gleich 5pi, geteilt durch 2, x ist gleich 5pi halbe oder 2,5pi. Das liegt nicht mehr in dem gewünschten Bereich, also ist außerhalb des Bereichs, deshalb gehört diese Lösung nicht mehr zu der Lösungsmenge. Also haben wir nur diese zwei Lösungen hier an der Stelle. Zum Schluss noch ein paar Hinweise oder Schlussfolgerungen aus den bereits berechneten Aufgaben. Als erstes, ihr müsst immer zuerst entscheiden, ob es die Standardperiode 2pi in dem Funktionsterm gegeben ist oder eine veränderte Periode. Zweitens, die zwei großen Lösungsansätze, das bedeutet Ausklammern mit Satz vom Nullprodukt oder die einfache oder normale Substitution, sind immer noch von großer Bedeutung, wie bei allen anderen Gleichungen auch. Und natürlich für den Teil ohne Taschenrechner müssen die Schaubilder von Sinus und Cosinus bekannt sein, sonst kann man das Ganze am Ende nicht mehr auflösen.